Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Gothic 2 auf Xardas, sein Turm. In der letzten Folge sind wir aus dem Minental zurückgekehrt und ja, sind nun wieder mal vom Regen in die Traufe. Das heißt, auf den Wegen lauert der Feind in Form der Gläubiger, ja, der Kapuzenbrüder. Die wollen mich pfänden, ich habe die letzte Miete nicht bezahlt. Belia ist mein Vermieter und schickt da natürlich seine Leute, um die Gole einzutreiben, aber das lasse ich doch gar nicht zu. So, und jetzt muss ich ja wirklich die Äuglein offen halten, liebe Freunde. An jeder Wegbiegung können sie stehen, die Suchenden. Dann mache ich direkt mal einen Quick Save. Überall lauert der Feind. Ab und zu sah ich seine Kapuze durch das Gestrüpp schimmern, rötlich, so wie meine. Auf dass ich sie für Kollegen aus dem Kloster des Feuers halten würde. Doch dieser Trick funktionierte nicht. Und da sind Waage jetzt. Das ist eine vage Vermutung. Alter. Was mach ich denn da? Scheiße, schaffe ich die schon? Okay, er brennt noch. Vielleicht ist das von Vorteil. Nee, okay. Okay, einen schaffe ich mit meinen Feuerbällen. Einen schaffe ich tatsächlich. Ich muss auch unbedingt die Sprüche für den nächsten Kreis lernen. Ich gehe mal noch ein Stück weg. Habe ich dann mehr Fläche? So, nein, auf den anderen. Ja, so, komm, jetzt. Mana nachschlucken. Alles klar, Wargfell nehmen wir mit. Warg? Ist auch so ein geiles Wort irgendwie. So, schwerer Ast. Nein, was mache ich denn jetzt? Ah, jetzt kann ich mein Fleisch braten. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Alle Fleischstücke fertig. Brauchen. 175. Oh, Junge. Was war das da oben? Was war das mit den 50? Was stand da? Ganz kurz, Freunde. Zack. Pilzragout aus Dunkelpilze. Soll ich das mal machen? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall mehr wahrscheinlich mehr wert als ein normaler Dunkelpilz. Aber ich mache das mal noch nicht, weil vielleicht brauche ich die Dunkelpilze noch. Aber wofür? Aber ich habe zwei... Warte mal. Okay, nein, jetzt... Egal, ich mache jetzt einfach mal 50. Weil ich habe ja eben viel mehr als 50. Oder was heißt das 50? Habe ich jetzt 50 gemacht oder was? Ich habe jetzt 50 gemacht. So, ich müsste jetzt 50 Pilzragout haben. Wo ist mein Pilzragout? Muss auch oben bei Lebensmittel sein. Wo ist mein Pilzragout? Fischsuppe? Pilzragout? Bonus für maximales Mana 5? Schmeckt lecker. Mana 205. Hä? Was ist denn jetzt... Ach nee, ich brauche... Jetzt check ich das. Ich brauche 50 Pilze für ein Pilzragout. Und da kriege ich maximales Mana plus 5. Geil, wie cool ist das denn? Ja, her damit. Plus Mana erhalten, sehr schön. Cool. Mach ich gleich nochmal.
Wenn ich jetzt noch ein paar finde, dann könnte ich es jetzt noch dreimal machen. Fertig. So, ich mach mal nochmal eins. Fertig. So, aber nochmal kann ich nicht machen. Nee. Das ist natürlich cool. Aber ich habe, glaube ich, jetzt noch ein paar 40 oder so. Jetzt checke ich das erst. Ich dachte, was ist denn los? So. Zack, Mana plus 5. Oh, wie geil. Zack, Mana plus 5. Und ich habe noch 48. Wenn ich noch zwei finde, dann kann ich das nochmal machen. Geil. Wie viel Mana habe ich jetzt? 158, Freunde. Läuft bei mir. Es läuft rund und flutschig. So, da habe ich schon reingeguckt. Oh, cool. Das freut mich gerade. Das freut mich sehr. Hab ich denn... Ich bekomme demnächst neue Lernpunkte und damit könnte ich dann neue Kartentricks lernen, theoretisch, ne? Oh, wer kommt denn da den Weg hinauf? Hehehe. Ein Kapuzenbruder. Pass mal auf, mein Junge. Ich hab auch eine Kapuze. Komm mal her. Das war, glaube ich, nicht so gut. Oder? Du hast den Weg der Magie gewählt, um uns zu bezwingen. Ein cleverer Schachzug. Ja. Auch das wird dir nichts nützen. Ja, warte mal ab, Junge. Ich benutze ja die Magie nicht. Ich hab die ja nur zur Verteidigung. Komm mal her. Du brauchst gar nicht erst deine scheiß Magie zücken, Junge. Immer rauf. Immer rauf. Immer rauf. Immer rauf. Immer rauf. Immer rauf. Immer. So. Ich brenne noch. Mana Essenz Gold. Schwefel. Geil, ey. Das ist ja richtig geil, Alter. Ich klatsche hier einfach um die Kapuzenbrüder. Ah, ich weiß noch. 7 Mann, ein Safe-Game, Freunde. Könnt ihr euch noch erinnern? Alter. Da haben die mich richtig aufgemischt. Und jetzt, Junge? Jetzt mischen die mich immer noch ein bisschen auf, aber... Ich halte stand, Freunde. Und das ist alles, was zählt. Kommt doch gleich der Nächste. Haben die Innos-Schreine verdreckt und geschmiert mit Graffitis, mit Pimmel-Graffitis, haben die Suchenden darauf geschmiert. Ja, ja, ich kenne auch die Tricks. Oder ist schon der Nächste. So, vielleicht kann ich den jetzt so ein bisschen... Zack! So hier. Dann macht er nicht mehr seine komische Magie, wenn ich auf den zukomme. Oh, 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 nein! Ja, und jetzt voll rauf! Und zack! 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 Nein! Zack! 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 Alter! Warum kann er jetzt so viele Feuerbälle machen? Los geht's! Komm, Peter! Zeig deine Power! Ich brenne noch. Trank der Geschwindigkeit, sehr schön. Kohle. Gold, das ist meine Kohle. Da haben sie schon eingetrieben. Von irgendeinem anderen, der seine Miete nicht bezahlt hat. Aber die Kohle nehme ich mit. So, ui. Oh, hier beginnt es schon wieder zu laggen, Freunde. Und da ist der letzte Suchende. Den kriegen wir auch noch hin. Komm. Alter, da gehen die Tränke drauf, ne? Aber wir sammeln dafür auch immer schön fleißig. Bei den Suchenden. Oh Mann, da sind noch zwei. Willst du mich verarschen? Da ist der. Fuck. Und drauf. Und drauf, und drauf, und drauf. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Fuck. 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 Stufe gestiegen. Ein Träumchen. Mana-Essenz. Her damit. Gold. Pech. Alles meins. So, vielleicht schaffen wir den jetzt auch so noch, den da hinten, den Kollegen. Und dann schnappe ich mir mal mein Stinkefell oder ein Bettchen. Jetzt geht das wieder los. Ja. Du solltest bitte ja noch 3 Monate und dich vernichten. Ja, ja, komm. Lächerlichen magischen Kunststückchen. Hey, pass mal auf, Junge. Magische Kunststückchen. Junge, nisch mit Magie. Du frisst hier den teuersten Edelstahl. Komm, ich schaffe das. Ich schaffe das. Ja, ja. Oh, 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 ich brenne noch. Bitte stirb jetzt nicht, Peter. Bitte stirb jetzt nicht. Bitte stirb nicht. Vor allem neben dem auch noch. Alter, jetzt... Oh, man.
come on. Hätte ich mal Leben genommen. Wann habe ich jetzt gespeichert? Ah, hier. Okay, alles cool. Da ist nichts zu holen. So, das heißt, wir schlucken jetzt nochmal den einen oder anderen Trank. Speichern jetzt nochmal. Und machen das Ganze nochmal fix. Oh, ich muss die erst vorher mal anhitten. Das dauert so ewig, ne? Du Klei. Ja. Du Klei. Zack. Ah, verdammt. Aber dafür zücken die dann auch nicht so schnell den Feuerball, ne? Immer rauf. Immer rauf. Immer rauf. Immer rauf. Immer rauf. Immer rauf. Junge, der hat mir auch gut gegeben. Einfach mal clean. Oh, bitte. Hoffentlich überlebe ich das jetzt. Peter, hör auf zu brennen. Peter, bitte. Peter! Dankeschön. So, der ehrenwerte Magier kehrt zurück in die Stadt. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Nee, noch mehr Ärger kann er nicht gebrauchen. Wird sich das jemals ändern? So, wir flitzen genau so direkt hoch und berichten, liebe Freunde. Denn ich will meine Erfahrungspunkte, wenn ich jetzt hier... Ich will... Nee, weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal... Ich kann das nicht abwarten. Ich gehe jetzt erstmal zu Lutero und gucke, ob ich ihm die Krallen geben kann. Lutero, Lutero, ich hab deine Krallen im Inventar. Ich habe besondere Snapperkrallen für dich. Das wird meinen Kunden freuen. Den Runenstein habe ich allerdings nicht hier, aber ich weiß, wo er liegt. Wenn du von der Stadt zur Herberge gehst, kommst du unter einer Brücke hindurch. Dort in einer Höhle hat ein Freund von mir einen Runenstein in einer Truhe hinterlegt. Hier ist der Schlüssel. Okay, danke. Es wäre gewagt, sein Geld heute zu zahlen. Zeig mir dann. Gürtel der Geschicklichkeit? 1000. Aber ich kann das jetzt immer noch nicht lernen. Oder steht das hier in einem Buch? Die südländische Verteidigung. Das Buch lehrt das Kämpfen mit einer Einhandwaffe. Das Buch lehrt das Kämpfen mit einer Zweihandwaffe. Aber ich will doch handeln lernen. Ring der Macht. Geschicklichkeitsbonus, starker Geschicklichkeitsbonus. Vergessen. Ich kann handeln, kann ich nicht lernen, Freund. Ich weiß nicht, was ich machen soll. In der Mutt steht, bei Lutero kann man das lernen. Ist aber nicht. Das ist doch alles nur Gerede. Ja, scheint so. Es ist alles nur Gerede. Ja, Entschuldigung. Manu, ich will handeln lernen. Ich will endlich mal die Kohle, die mir zusteht für das ganze Zeug. Hier, Ingmar. Ich denke, wo sind wir denn? Du bist gekommen, um mit Lord Hagen zu sprechen. Also solltest du das auch tun. Lord Hagen findest du in der Burg Richtung Hafen. Ach, das ist wahrscheinlich von der Mod. Kann ich... Ich unter... Ah, okay, das ist wahrscheinlich von der Mod. Der Lord Hagen ist jetzt nicht mehr hier zu finden. Sondern der ist wahrscheinlich da oben jetzt. Cool, so nice. Ich stelle mir das immer so einfach vor. Ja, und dabei ist es gar nicht so einfach. Ich gehe ja schon. Ja, ist gut, ist gut. Meine Weissagung kann ich mir noch geben lassen. Meinst du, mir geht es besser? So, Regis. Hier irgendwas Neues? Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Ein ehrlicher Finder hat doch tatsächlich Bosper seinen geklauten Bogen wiedergebracht. Ist schon komisch. Da denkt man, jeder arbeitet nur in die eigene Tasche und da kommt ein Mann vorbei und bringt einfach diesen Bogen zurück. Gibt's ja nicht. So, erstmal hier für Innos. Vielen Dank. Bosper? Was klärt ihr das nicht? Das wäre schwierig sein. Okay, das können wir nicht. Wie sieht's in der Stadt aus?
Wenn die Orks uns tatsächlich belagern sollten, wird es hier ziemlich ungemütlich. Es gibt nur ein Schiff und das bewachen die Paladine. Damit werden sie bestimmt nicht die Bürger retten. Gibt es keine andere Möglichkeit, von hier wegzukommen? Nein, ohne Schiff kann keiner von uns diese Insel verlassen. Ärgerlich. Okay, oh, ich muss dringend schlafen gehen. Ich habe echt ganz wenig Leben. Jetzt muss ich jetzt hier jedes Mal bis zu dieser Burg latschen. Er sollte lieber den Mund halten. Entschuldigung, hab doch gar nichts gesagt. Das ist ja schrecklich. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ja, das könnte auf mich zutreffen, liebe Freunde. Ich arbeite, aber trotzdem nehme ich mir die Zeit, um so gut wie möglich jeden Tag für euch Videos hochzuladen, liebe Freunde. Ja. So. Halt! Nur was? Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Junge. Ich bin zurück aus dem Minental. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Alles klar, du kannst rein. Vielen Dank. Hat hier irgendjemand einen Namen? So, wo ist er denn hier, Lord Hagen? Ich bin jetzt hier drin. Ich war noch nie hier vorher drin. Tür, machen wir mal hier auf. Nee, hier ist er nicht. Ist er hier drin? Der Lord Hagen? Nee, das ist... Oh, hier ist eine Truhe. Gold und Pfeile? Cool. Wo ist er denn, der Lord Hagen? Ist er hier drin? Das sieht schon besser aus. So, Lord Hagen. Warum bist du jetzt hier oben eigentlich? Ich bringe dir Nachricht von Garond. Hier, diese Zeilen hat er mir mitgegeben. Unsere Lage ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Doch berichte du mir von der Situation im Minental. Die Paladine haben sich in der Burg des Minentals verschanzt und sind von Orks umzingelt. Die Schürferei hat viele Opfer gefordert und es gibt kaum noch Erz. Tja, ich würde sagen, ohne Hilfe sind die Jungs verloren. So sieht's aus. Ja. Ich werde einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Du hast viel für uns getan. Inos wird dir danken. Ich bin weniger an seinem Dank interessiert, als an seinem Auge. Ja, natürlich. Ich stehe zu meinem Wort. Nimm diesen Brief. Er wird dir die Klostertore öffnen. Sprich mit Pyrokar, dem obersten Feuermagier, und zeige ihm diese Ermächtigung. Er wird dir den Zugang zum Auge Inos gewähren. Eines noch, bevor du gehst. Nimm diese Rune zum Dank von mir. Sie wird dich sicher zurück in die Stadt bringen, wann immer du willst. Oh, nice. Wie ist die Lage? Ich muss einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Wir müssen etwas gegen die Drachen unternehmen. Jo, mach das mal. Vielleicht kann das Auge Inas uns jetzt alle retten. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich rettet der Peter euch alle wieder mal. Warum sagt er denn, das öffnet dir die Klostertüren? Junge, siehst du nicht, dass ich eine Robe anhab? Ich bin ein fucking Feuermagier. Hier, damit wirst du vielleicht zum Novizen. Oh, danke. Ja, manchmal, ich glaube, ich habe das Gefühl, die nehmen manchmal diese Verkleidung. Jetzt sage ich selber schon diese Verkleidung. Die nehmen diese Kleidung nicht ernst. Die denken, ich mache hier Karneval. Ah, ist der Peter ein Feuermagier? Das kann doch nicht sein. Doch, Freunde, ich bin wirklich ein Feuermagier. So, jetzt gucke ich nochmal bei den Quests. So, die suchenden Klaue Belias, die Blutkelche Dragomys Ambrus, die schnaubende Kreatur. Aufs Maul, die Teleportstelle. Bromos goldene Schale habe ich. Koragons Silber. Vielleicht stolper ich irgendwann nochmal drüber. Ja, wahrscheinlich nicht, aber ist auch egal. Was habe ich eigentlich bei gescheiterte Mission? Babbo und der Kräutergarten, Opolos und die Bibliothek, der falsche Bote, ein dreister Dieb. Ja, hält sich an Grenzen. Joe. Harkon, ein Händler in Korinth, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wüsste angeblich, wie man in Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahren, hineinkäme. Habe ich den getroffen? Den Joe? Banditenüberfälle. Wahrscheinlich haben die Banditen Kontakt zu einem Hehler in der Stadt bei Lord André. Ist ein Kopf. Das hatte ich doch hier mit Fernando war das doch. Das ist mal wieder typisch. So, hier ist auf jeden Fall die Edda. Hier kann ich wieder pennen. Offiziell. Was sagt die Zeit? Oh, wir haben noch 10 Minuten. Ich habe was anderes gehört. So, Schlafenszeit.
bis zum nächsten Morgen. Oh, Mensch, da fühle ich mich ausgeruht. Die Edda kann mir gleich noch ein Süppchen kochen, wenn sie hier gleich noch draußen steht. Wunderbar. Edda, make mir mal ein Kannst Süppchen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Bitteschön. Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Geil, danke, Edda. Was gibt eigentlich die Fischsuppe? Gibt die irgendwas? Die gibt einen Stärkebonus für Fischsuppe. Lebensenergie 10. Schade. Die gibt nichts. Aber wir müssen nur zwei Dunkelpilze finden, Freunde. Dann können wir uns direkt nochmal plus 5 Mana geben. So, ich habe jetzt 10 Lernpunkte. Das heißt, ich könnte theoretisch im Kloster... Torben. Warum quatsch ich den eigentlich an? Oh doch, guck mal hier. Elbridge wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Aber es gibt ich keine kann Punkte. Nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Weiberock, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Nimm dieses Gold von mir als Dank, dass du meinen Lehrling zu mir zurückgebracht hast. Ja, aber gerne doch. So, erstmal für Innos hier, liebe Freunde. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Kannst du, wenn ich noch welche habe? Ja, natürlich. Dietriche kann ich immer brauchen. Nehme ich gleich alle mit. Hat er da Dunkelpilze? Oh. 10? Ja, scheiß drauf, nehme ich mit. Nehme ich mit, liebe Freunde. Ich habe jetzt 58. Wunderbärchen. So, vielleicht habe ich hier noch die eine oder andere Waffe, die ich bei Harald verkaufen kann. Da bist du ja wieder. Ja, grüß dich, Meister. Zeig mir deine Ware, zeig mir, wie ich Rüstung verstärken kann, ich will stärker werden. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Zeig mir, wie ich Rüstung verstärken kann und was genau willst du wissen? Schwere Feuermagierrobe verstärken. Ich habe jetzt die Feuermagierrobe, ne? Ich habe nicht die Schwere, oder? Was habe ich denn? So, erstmal von meinem eigenen Meister für Innos. Und jetzt gibt es schon 140, liebe Freunde. Ich will stärker, wenn ich meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Das machen wir erstmal. Gut, gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. 280 Gold, naja. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Mhm. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Und ich glaube, ich konnte das im Mintal lernen. Das hatte, glaube ich, mal jemand geschrieben, dass ich das beim Schmied im Mintal, also in der alten Burg, im alten Lager lernen kann. Oder? Zeig mir mal deine Ware. Hat der denn neue... Er hat noch zweimal Rohstahl, das heißt, da kann ich nochmal El Bastardo schmieden. Brian! Hey, du! Ach nee, ich muss ja gar nicht an den Schleif stellen. Oh nein! Oh nein, Harald, nein! Lass mich an den... Der wollte gerade an den Amboss. So, El Bastardo. Dazu fehlen mir die Zutaten. Was? Dafür brauche ich Rohstahl. Ich habe 11 Rohstahl? Warum kann ich kein... Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Warum kann ich kein S... Dazu fehlt... Ach, ich bin so bescheuert. Das muss doch erst ins Feuer, oder? Oh, ich bin so dumm. Okay, alles klar. Aber ich habe 8 Stück, geil. Rohstahl erhitzen. Alle Rohstähle erhitzen. Fertig. So. 11. Oh, Junge, da kann ich ja nochmal richtig Knete machen. Der kriegt sie jetzt gar nicht mehr ein. Amboss. So, gewöhnliche Waffe schmieden. El Bastardo. Fertig. Fertig. So, dann machen wir gleich die nächste. Die Zeit nehme ich mir jetzt mal. Nein, keine Erzwaffen schmieden. Meister, krieg dich bitte ein.
2. Fertig. Drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Fertig. Und sieben. Fertig. Und gleich geschafft, Freunde. Gleich geschafft. Fertig. Acht. Und fertig. Neun. Und zehn. Fertig. Und noch einmal, Freunde, dann haben wir's. Und die Nummer 11. Fertig. So. Jetzt können wir... Nein, nicht mit Ryan. Hier, Harald. Steck mal weg die Schüssel. Da bist du ja wieder. Ja, hier. So. Ich will meine Geschmiede. Bin ich aber gespannt, wie viel wir dafür kriegen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. 3850 Gold. Holy moly, ich muss unbedingt Rohstahl kaufen überall. So. Rüstung verstärken, genau. Da muss ich nochmal gucken. Das wäre vielleicht ganz cool, eigentlich, die Feuermagierrobe. Wobei es auch krass wäre, die Gardistenrüstung zu verstärken, oder? Weil die ist ja sowieso noch krasser. Wo sind sie denn hier? Ja, das ist die Feuermagierrobe. Vielleicht bekomme ich aber jetzt noch die Schwere. Dann wäre es vielleicht, würde es sich vielleicht mehr lohnen, die Schwere zu verstärken. Oder? Aber das Licht war ach, hier, Qual das Gelaber, Junge. Vatras, bitte. Ich habe mehr Steintafeln für dich. Oh, warte mal. Der Ike hatte, glaube ich, in diesem Speicherstand... alte Steintafeln? Wo sind die alten Steintafeln? Jetzt hätte er endlich mal die Klappe. 15. Adanos aber sah... Ich speichere hier mal kurz. ...dass so nichts sein konnte. Vatras. Gut. Mana plus 15. Deine magische Kraft steigern. Juch! Alter, wir werden ja voll gepumpt mit Mana, Junge. 173, alles klar. Hey, du. Hey, du. Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Und so stellte er sich zwischen ich habe jetzt 10 Lernpunkte. Ich könnte jetzt auch die alte Sprache lernen. Und es gelang ihm nicht. Die lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr... In der Sprache aber der Priester sind vor allem... Jeder dieser Text ist eine... Ach, kann ich mir gar nicht leisten. 15 Lernpunkte. Keine Macht hatten. Jo, okay. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal zurück zum... zum Kloster des Feuers. Und da hatten wir doch auch... Und so Zabenstadt. Das höre ich zum ersten Mal. Aber direkt zum Kloster haben wir keinen, ne? Und es entstanden alle Wesen. Ein magischer Kreis zu niedrig? Ach, ich bin ja immer noch im zweiten Kreis. Ich muss den dritten Kreis machen. Dann kann ich mir nicht auch Angst machen. Und dann verbissen sich die Leute. Daron. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. So, ich muss aber jetzt gucken, denn hier überall können die Suchenden unterwegs sein. Das vertraute Knistern, liebe Freunde. Ist es vielleicht ein Getier, das sich versteckt? Oder nur ein Obdachloser auf seinem Weg? Den Karton zu finden. So, hier speichern wir mal, Freunde. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. In der nächsten Folge flitzen wir auf jeden Fall zu den Feuermagiern und sagen da nochmal Bescheid. Und da überlegen wir dann, ja, wie es nun weitergeht mit dem Auge Innos und so weiter.
Und da werde ich auch meine magische Kraft steigern. BZW. Einen magischen Kreis hoch. Und ich könnte eigentlich auch in der Stadt mir meine Weissagung holen, bevor ich losgehe. Das könnte ich auch nochmal machen. Gut, Freunde. Ich bedanke mich. Bis morgen zur nächsten Folge. Hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal kostenlos und teilt das Video in die Welt hinaus, Freunde. Da freue ich mich immer. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.